Wir befinden uns immer noch im letzten Level und es ist alles andere als leicht. Aber wir haben es bis zum ersten Kontrollpunkt geschafft und das ist doch schon mal was. Leider macht er einen fiesen Trick. Er wandelt ständig Blöcke um. Wir können also nicht richtig kalkulieren, was wir hier machen wollen. Weil es gleich wieder ganz anders aussehen kann, das Level. Das ist natürlich fies. Blöde Zunge. Ich sehe gerade nichts. Ich check gerade nichts. Okay, normaler Block. Hör auf, die Blöcke umzuwandeln. Nach oben mit uns. Nach oben. Okay, okay, okay. Ich versuche da durchzukommen, so gut es geht. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Ah, Mist, 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 Bombe. Bomben sind fies. Du bist fies. Wow, das verwirrt schon ziemlich, wenn er ständig alles ändert. Aber wir können es schaffen. Wenn ich sehen würde, wohin wir müssen. Auch ständig die Blöcke zu tauschen. Alter, wie fies! Wie fies war das denn? Da tauscht er schnell alles gegen Fallen um, damit es uns schnell aufspießt, während wir einen Block ziehen. Das natürlich richtig fies gemacht von den Entwicklern. Ihr seid schon richtige Drecksschweine. Ja, ihr seid einfach miese Typen. Richtig miese Typen. Da habt ihr euch noch was Böses ausgedacht zum Ende hin. Ich glaube, die Entwickler hassen uns, dass sie uns sowas aufkommen. Oh, Funkloch war da. Sehr schön, sehr schön. Nein, ich sehe nichts. Boah, ich kann ja auch nicht lange überlegen, weil wir sofort weiter müssen immer. Wo bin ich? Ach, da. Was? Das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Wir haben den Block gezogen und waren schon außerhalb der Falle. Die hätte uns nicht erwischen dürfen. Fies! Das zählt nicht, du betrügst, du cheatest! Alter, ich will auch cheaten! Das ist ja voll unfair. Wir müssen nach oben, irgendwo hin. Weiß ich nicht. Weiß nicht wohin. Nein! Nein, du blödes Vieh! Du nervst! Oh, da ist ein Sprungloch. Komm, brauch dich. Ja, komm, Mann, mach doch was. Ja, warum hältst du dich dann da nicht fest, Alter? Hä? Achso, das ist weiter hinten. Mann, ich war jetzt auch gerade völlig verwirrt. Na toll, wie kommen wir denn da am besten hoch? Jetzt sind wir nicht so gut dabei gerade. Ja, das schaffen wir nicht. Weil wir keinen Sprungblock hatten. Oder besser gesagt, wir hatten einen, aber das lief jetzt diesmal völlig falsch. Ah, Mist. Es war klar, dass der letzte Level echt hart wird. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich hart. Und zwar nur aus dem einen Grund, dass er ständig die Blöcke vertauscht. Das ist so mies, ey. Das ist so richtig mies. Nein. Du könntest mich doch auch einfach in Ruhe lassen. Wie wär's denn damit? Wäre dir das nicht recht? Mach da einen Sprungblock draus. Dann halt nicht. Nein, du blöde Zunge. Da ist ein Sprungblock. Ja, komm, nach oben. Ja, perfekt. Danke für den Sprungblock, Alter. Den habe ich gebraucht. Sogar dringend. Nein. Eine Bombe, fies. Boah, war knapp. Seh nichts. Was kommt jetzt da? Keine Falle. Bitte keine Falle. Okay, die Falle ist schon da gewesen. Nein, eine Falle, wie fies. Komm, lass mich. Oh, ist ein Sprungblock. Nein, jetzt ist der Sprungblock weg wegen dir. Du bist so fies. Der Sprungblock war super, ey. Aber nein, den gönnst du mir natürlich nicht, was?
Ich seh nichts, ich muss irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wohin. Irgendwie hier hoch. Oh, ein Sprungblock. Nein, du bist so ein Arsch. Ich bin gut, was? Ich bin ziemlich gut. Aber nicht gut genug, leider. Leider gibt's hier kein Checkpoint. Ich habe nichts gesagt. Da oben ist der Checkpoint. Auf die Blöcke umzuwandeln. Yes, Checkpoint, 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 Checkpoint. Wir werden es schaffen. Bitte hör auf, lass mich. Ich will doch das schaffen, endlich. Du gibst einfach keine Ruhe. Oh, das ist ja ein Sprungblock. Habe ich gar nicht gesehen. Wird sofort benutzt. Du magst mich wohl nicht besonders, was? Nein! Boah! Nein, hör auf! Du musst den rausziehen. Was wir jetzt machen? Keine Ahnung. Vielleicht das. Nein! Er zerstört mir alles. Dreh doch komplett durch, Alter! Beruhig dich mal! Ich dreh jetzt da gleich durch, du bist so fies! Du bist so mega fies drauf, Alter! Und jetzt noch das mit dem Meteoriten, das ist gar nicht nett. Jetzt... Hä? Hä? Ich habe mich nach links bewegt, aber Vincent hat nichts gemacht. Fies. Mist. Na gut, nochmal, nach oben klettern. Geld mitnehmen, weil Punkte und so. Obwohl wir es nicht brauchen, ist aber egal, nehmen wir trotzdem mit. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Wir werden dich besiegen, darauf kannst du wetten, Freundchen. Nein! Boah, das war knapp. Wir haben mehr Glück als Verstand. Nein! Nein, das blöde Block! Oh, ein Sprungblock! Sprungblock! Ich will den Sprungblock! Ja! Sprungblock, dankeschön! Dankeschön! Bist so nett! Ich sehe aber nix! Ups, da habe ich einen Fehler irgendwie gemacht. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Mist, was mache ich denn jetzt? Ich bin gerade so ratlos. Nein, ich muss den noch weiter rüberziehen. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Doch, es sieht nicht gut aus. Ach, ich kann das... Oh Mist, ich kann den Mund auch verschieben. Gut. Nur wenn ich dranhänge, dann wirft er mich wieder runter. Komm, wir müssen da hoch. Wir haben zu viel Zeit verloren. Aber wir haben es noch geschafft, da hochzukommen. Wir nähern uns dem Ziel, aber es dauert doch noch ein bisschen. Und jetzt fängt er wieder an, die Blöcke zu verschieben. Natürlich kommen hier gerade mal Fallenblöcke raus. Was denn auch sonst? Aber du hältst uns nicht auf. Du hältst uns nicht auf. Niemals! Schon wieder Fallen. Immer diese Fallen. Alter, hör doch jetzt mal auf. Lass mich doch mal nur für einen Moment. Damit ich da zum Ziel komme, das nicht mehr weit entfernt ist. Nicht sterben, Vince. Jetzt bloß nicht sterben. Ja, komm. Da ist das Ziel. Greif es dir, Vince. Jetzt oder nie. Hell yeah! Serves you right! I can't believe it! Ah, sucks, don't it?
win, Mutton! I can't lose. No, you'll never win, you bastard! What are you, stupid? I already did beat you. Shut up! You're an even bigger fool than I thought, you little wretch. You're not going to prevent me from saving your race by being stubborn. Is that still what you think? Look, men and women, they're more complicated than you think. You're just being selfish. All right, Mutton. What I want doesn't really matter. I mean, people's lives aren't planned out for them. There's no roadmap. Despite what you may think, we don't need any hurting. I mean, I can't claim to be the greatest guy in the world or anything, but I am human, and I'm free to choose how I live. You insolent little man! Well, thank you, but I still won. You made me go through these stupid dreams night after night. From now on, my life is my own! Stop it! In your face! Das war's für dich, Thomas Newton! Wir haben den letzten Level absolviert und jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte enden wird. Und natürlich auch zum Ende hin nochmal eine Bronzestatue. Egal, weiter geht's! Wahre Freiheit! Ninth day, Winston's room. It's morning. Time to go. Mit vollem Tatendrang starten wir jetzt in den neuen Tag. Das wird ein guter Tag, glaube ich. Night day, stray sheep. Hey, what's going on? Orlando sent me this text saying that we should all get together since it's been a while. And the bartender came and picked me up himself. What gives? Yeah, I'll explain that in a second. But first, thanks for coming. So where is everyone? Why is it just us here? I had Orlando text you. I wanted to talk with you myself. But you wouldn't answer any of my calls. So, what is it? It's over. I don't want to talk about it. Don't you get it? Yeah, I do. I need to tell you something. Why am I putting up with this? Vincent. What is it? This is your last chance. It was all an illusion. Huh? What was? My cheating. Huh?
There never was another woman. Are you kidding? I'm not gonna believe that. I know it's hard to believe, but I'm telling you the truth. I never cheated on you. Don't be stupid. I'm serious here. I was losing it, and I thought I was cheating. I know, it all sounds like bullshit. I was driving myself crazy too. I mean, that's a problem in of itself, but... Hey, are you serious? It's all true. My friends and the boss here showed me that it was all in my head. You don't expect me to believe this. No. I just didn't want it to end with a misunderstanding. That's why I had you come here. No, that can't be true. Then that means because of that, we... You're lying. It's not a lie. Johnny, Orlando. Long time no see, Kay. Sorry. Don't sweat it. It'd be hard for anyone to believe a story like that at first. Yeah. Well, we didn't believe it either, until we heard from Erica. Huh? Besides, if this fool really did cheat on you, well, we wouldn't help him out like this. About the illusion. Allow me to explain. You? What the heck? What's going... You see... It's all true. Please, believe me. Catherine. Let's give him some time. It may have been fake, but in my heart I was still cheating on you. I'm sorry. I know you can't forgive me for what I've done. No, I can't. I finally woke up. I was worried about how my life was going. I thought everything was being decided for me. I was being tossed about by the world. I had so much stress. But after you dumped me, I figured it out. My life has no meaning without you. Why are you telling me this now? So I'll never regret not telling you. I will hold you dear for the rest of our lives. You marry me. Catherine, I love you. This is so sudden. I don't mean now. Someday. That's not what I meant. I guess I'll consider it. You'll consider it? This is wonderful. Just wonderful. Hey, what are you getting worked up about? Besides, I can't believe... I know, I can't either. This is perfect. What? Jeez. That is... I can barely believe this myself. Hello, everyone. It's nice to be able to see you again. How'd you enjoy the show? A perfect escape from the terrifying nightmare. You led Vincent out with your exceptional skills. Even Astaroth, the mastermind behind the nightmares, was amazed. Did you happen to notice the central conflict that this game's masterful creators placed at its core? Do you want to live a comfortable and steady life? Or do you secretly long for a free life, full of excitement? In the nightmare, Astaroth said that there is no right way to climb the tower.
The stairway Vincent was forced to climb could be taken as a metaphor. It symbolized the journey to adulthood, pressuring him to make his tough life decisions. Don't you agree? And the finale. Vincent begging his lover to come back to him. I hung on every word, wondering how she would react to his desperate plea. She was at a loss as Vincent poured his heart out to her, but in the end, she answered him with a smile. If you ask me, I'd say she's a bit too forgiving. But this is the answer Vincent discovered after forging through his nightmarish ordeal. Catherine must have felt the strength of his conviction, and she knew that this was his true answer. Maybe it depends on how much of Vincent's feelings that she can sense. You think that could be what determines the future for those two, Hey, tell me, what did you players out there think of this outcome? I sure do hope their second chance works out. They'll be all right, won't they? So are you worried about them? Cause I know I am. Well, let's peer a bit into their future together, shall we? Games are lovely creations, aren't they? Hope to see you soon. Stay golden. Testing 1, 2, 3. Sorry to keep you waiting, everyone. Now, here comes the bride. To the couple's eternal happiness, folks. A toast! Cheers! Oh, yeah, absolutely. Boy, I can't believe they're making me do this. Hey, boss! More champagne! Let's go! Oh, yeah, I'm on it. You know, I've been thinking, maybe I should start looking for my own soulmate. Toby, you idiot! Don't record me without telling me! Come on, what's the big deal? Oh, wow, this is some feast. So just what is Chief really looking for when he talks about meeting his soulmate? I don't know, I never asked him. Hey, what are you guys talking about? Hey, so I heard the news. This place isn't closing down after all. That's right. It's good for me, since I get to hang on to my job. Huh? Although he's not gonna stop hitting on me. Oh. He's kind of an odd one, huh? And besides... It'll be fine. I mean, I don't believe everything he said. But I'll go on drinking here if it keeps those dreams away. And besides, if this place ever goes under, then this town will have nothing going for it, right? Exactly. Can't have our local hangout clothes on us. Anyway, Catherine looks great in that outfit. She's wasted on you, Vince. Man, I'm so jealous. Life is so friggin' unfair, you know? I'm never gonna win big like him. Erica. Don't you worry now. We'll always have each other, sweet pea. The other guys knew you was Eric back in school. I want my damn V-card back. Sorry, but once that hole is punched, there's no refund. Oh, come on. Johnny, please, for the love of God, stop recording me. Come on, don't sweat it. Now. Give me a smile. Huh? Oh, hey, what took you so long? The ferry was running behind. Orlando. I guess I should tell you, we've decided to give things another shot. Another shot? What? Really? Well then, congratulations you two. Well, it's just that, I don't know, lately I've had a little more spring in my step, you know? So, what's the plan? Try to learn from my mistakes back when I was young and dumb. This time around, things will be different. Just you watch. This time? I'm gonna get back into the fishing industry. Only here's the kicker. I'll be fishing exclusively for kappa. Huh? What, just kappa? You better believe it. I'm after the rarest beast in the sea. Eating one will give you peerless virility.
Wow, that's awesome, Orlando. You really know your stuff. You got him believing in Kappa now? He never learns. No such thing. So how come your fairy was late? Guys, heads up! The star of the show has just arrived. Tja, Freunde, Catherine, das war's. Hier ist der Abspann. Was für ein schönes Ende das doch war. Und wie geil, oder? Erika war früher mal ein Kerl, der arme Toby. Voll lustig. Ah, super. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, das gute Catherine-Ende. Es gibt, soweit ich weiß, noch das böse Catherine-Ende, dann das gute andere Catherine-Ende und das gute andere böse Catherine-Ende. Ich weiß nicht, ob es auch für eins, wenn man den Zeiger in der Mitte hat, gibt, das weiß ich nicht, aber diese vier Enden gibt es auf jeden Fall. Wir haben jetzt eben das gute Catherine-Ende und das gefällt mir richtig, richtig gut. Mit diesem Ergebnis bin ich völlig zufrieden. Tja, boah, das war schon ein krasses Abenteuer, oder? Wir haben Thomas Newton so richtig in den Arsch getreten am Ende. Wir haben es geschafft, Freunde. Es war nicht immer leicht. Es gab verflixt schwere Stellen. Manchmal bin ich fast verzweifelt und ausgerastet und durchgedreht. Aber hey, irgendwie haben wir das hinbekommen. Man muss sagen, es war ein einzigartiges Spielerlebnis. Diese Puzzle-Plattformer. Da gibt es nicht viele Spieler. Es gibt sehr viele Flash-Games. Auf jeden Fall einige mit diesem Spielprinzip. Aber ein Spiel mit in diesem Übermaß, bei dem dieses Gameplay benutzt wird, habe ich so noch nicht gesehen. Und dann noch so eine geile Story dazu zu schreiben, Hammer. Ja, Vincent war sich nicht sicher, was er in seinem Leben machen wollte, tun wollte, aber jetzt weiß er es ganz genau. Jetzt hat er sein Leben fest im Griff. Ich hoffe mal, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr tun sollt, etc., dann fallen euch nicht gleich diese Albträume. Aber mit der Zeit müsst ihr auf euer Herz hören und das Richtige einfach tun für euch selbst. Und es war eine tolle Story, einfach coole Charaktere, die mochte ich alle sehr gerne. Es war auch tragisch, als die einen oder anderen gestorben sind. Man hat die auch so ein bisschen ins Herz geschlossen irgendwie. Man hat mit denen allen mitgelitten. Tja, dann eben diese Sache mit, ja, hier ums Fremdgehen etc. Sowas gibt es eigentlich sehr selten. Solch geile Stories, mal was ganz komplett anderes. Und ja, ich habe ja das Ganze nicht wegen dem Cover gekauft wie viele andere. Ich wusste ja, was mich erwarten würde. Und es hat mir so viel Spaß auch gemacht. Auch wenn ich manchmal, weil ich durchgedreht bin, hat es mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Anime-Sequenzen, Hammer. Liebe ich total, weil ich so auf Anime stehe. Sind super gemacht. Die Zwischensequenzen ansonsten auch super. Die Gespräche waren für mich persönlich nie langweilig. Ich fand die immer toll. Oh, jetzt gerade noch gucken, ob noch etwas kommt hier. Ja, es geht noch weiter. War super. Die Gespräche fand ich nie langweilig, ehrlich gesagt. Die fand ich immer interessant. Finde ich eben auch toll, dass wir immer entscheiden konnten, in welche Richtung es gehen soll. Fand ich auch super. Was ich mich noch frage ist, ob Azeroth war die Frau am Ende und am Anfang des Spiels, könnte das Azeroth gewesen sein? Wer weiß. Jedenfalls die Musik, der Sound, Hammer, super. Das Gameplay eben verrückt, aber es hat funktioniert. Mit einigen schwachen Schwächen, so wie wenn man den Block rauszieht und eben gerade in der Falle verwandelt wird, dann stirbst du, das war irgendwie unlogisch. Dann, dass man den Turm nicht frei umdrehen konnte und wenn man irgendwo hingedreht hat und sofort den Stick losgelassen hat, ist die Kamera automatisch wieder zurückgegangen. Das war ein bisschen nervig. Dass Catherine nicht gerade die beste KI hatte, war auch ein bisschen nervig. Ging aber am Ende trotzdem. Ja, also Gameplay war eigentlich ziemlich gut gemacht. Hätte viel schlimmer sein können mit diesem Gameplay, weil es ist ja nicht leicht, sowas zu machen. Ja, war gut. Das Design war natürlich auch Hammer. Ach, guck mal, schönes Foto. Sogar Thomas Newton lacht. Schön. Orlando, Toby, Erika oder Eric. Kuchen. Oh, jetzt ein Kuchen. Ach, sogar Kuchenblöcke ist auch witzig. Ja, eben, das Design war super. Das Design der Levels, Hammer. Die Hintergründe im Level immer sehr, sehr geil gemacht. Ach, wie schön das ist, ey. Das ist doch super schön, oder? Ich gönn das dem Vincent total. Finde ich super. Also, tolles Spiel, ey. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach. Ich hoffe, euch auch.
Kommt da noch was oder war's jetzt das? Yo, congrats, man. Make sure you keep your lovely bride happy, okay? All right, Toby, let's start the kiss call. Uh-huh, sounds good to me. Yeah, everyone grab your spoons. Got your glasses? Glasses up, sound off! I love you so much, Vincent. Und Catherine sieht richtig schön aus in dem Kleid. I love you, Catherine. Ja, wir haben sie zusammengebracht. Ist das nicht schön? Da geht einem doch das Herz auf. Ende. Ja, für mich eines der Top-Spiele der letzten Zeit. Beginn eines neuen Lebens, also ist ja schon ein bisschen älter. Aber es gehört doch zu den Spielen, die ich sehr gerne gespielt habe, die in meinen Top 10 oder Top 20 ziemlich weit oben ist. Keine Ahnung, vielleicht so 12, 11, ich weiß es nicht, aber es ist echt richtig, richtig gut gewesen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Mitleiden, fürs Kommentieren, für was auch immer, fürs Ertragen. Willkommen im Kolosseum, fürs Ertragen dieser, ja, dieser Rage-Folge auch mal. War eine tolle Zeit, hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Da dachte ich, es wäre um gewesen, aber nein, nein, war es nicht. Sie haben dir noch 1000 Levels hinterhergejagt. Meine Güte, war das krass. Jetzt will ich noch was nachgucken gehen, bevor wir hier endgültig abschließen. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch mit dem Ende zufrieden. Die anderen Enden werde ich natürlich nicht nachreichen, weil da müsste man ja immer die Antworten immer ändern. Und wir haben da nicht gespeichert, je nachdem, wo man die Antworten setzen musste. Deshalb spielt das Spiel selbst, wenn ihr denn wollt. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kolosseum, wähle eines der Level im Golden Theater aus und stell dir... Ach so, okay. Beginne mit den Prüfungen, sobald du geübt in dem Spiel bist. Was ist denn, was denn für Prüfungen? Nimm an den Einzelprüfungen in diesem... Aha. Nimm mit deinem Freund... Ach, mit deinem Freund, aha. Ja, das scheint sowas ein Online-Ding zu sein. Auf jeden Fall, das war's, glaube ich, jetzt wirklich mit Catherine, liebe Freunde. Wir hören uns beim nächsten Let's Play wieder. Nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass ihr mit dabei wart hier bei diesem einzigartigen Spiel, das wirklich nicht alle Tage kommt. Ich wünsche mir echt mehr solche Spiele, weil mir gefällt sowas immer richtig, richtig gut. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt endgültig. Ich verabschiede mich hier von euch. Wir hören uns wieder irgendwo da draußen in der Let's Player Welt. Ciao!